Was gibt's hier? Ein Relikt, zweimal Schrott. Licht. Buzzards, huhu. So nicht, Freunde. Ja, Rüsseltier. Wo bist du? Messer. Noch einer da? Und gute Nacht. Ja, Buzzards, das war wohl mal ein Sturmangriff, wa? Damit hattet ihr nicht gerechnet. Ich finde 10 Schrott. 15 Schrott. Und hier noch ein bisschen mehr Schrott. 19 und 3 Schrotflintenpatronen. Und hier irgendwo ist das Relikt. Hier auf dem Tresen. Ach. Andersrum. Stay away, don't come around snooping. These blocks belong to Brian's crew. Your family ain't here, or we killed them already. Now get. There's a whole lot of ocean floor for you to live in. Oh, übel. Bleib weg. Schnüffel hier nicht rum. Diese Gegend gehört Brians Gang. Deine Familie ist nicht hier, oder wir haben sie schon getötet. Also hau ab. Mach's dir auf dem Meeresboden gemütlich. Wie einladend. Hier ist noch einmal Schrott. 3 Teile. Einmal Schrott fehlt noch. Hier ist noch ein bisschen Patrönchen. Donnerstecher Sniper. Hier ist der zweite Schrott. Da finde ich 24 Teile. Hier ist ein bisschen was zu futtern. Auch das ist nicht schlecht gerade. Und dann geht's wieder raus. Welchen Ausgang finde? Da. Hier habe ich alles gemacht, ja. Wie viele Relikte fehlen mir eigentlich noch? Das frage ich mich gerade. Sobald ich wieder draußen bin, schaue ich mal kurz nach. Ich habe den Eindruck, das war am Anfang hier versperrt, oder? Habe ich das alles nicht gefunden, als ich zum ersten Mal hier bei den Suchgebieten war? Das ist auch denkbar. Also mal kurz schauen. Ach ja, es gibt eine neue Biografie, und zwar die vom Outcrier. Da ist er, der Weihnachtsbaum. Der Outcrier von Gastown ist ein geborener Unterhalter. Er ist das große Tier des Blutkampfparcours und Veranstalter der Gastown-Rennen, deren Champion der furchterregende Stankgum ist. Man kann ihn ohne Übertreibung eine lokale Berühmtheit nennen und für Ödlandverhältnisse ist er auch äußerst wohlhabend. Auch wenn er als Sprachrohr dieser populären Sportarten fungiert, muss er letztendlich auf Skrabrus, Krotus und dessen Leutnants hören. Zwischen den ölverschmierten, schäbigen Gestalten von Gastown sticht er mit seinen berühmten glitzernden Lichterchen und dem weißen Rauschen der vielen Lautsprecher heraus. Angetrieben wird das Spektakel von einem tragbaren Benzingenerator, der von seinem Vertrauten und Liebhaber Electricity Boy herumgetragen wird. Aha, Electricity Boy ist der Vertraute und Liebhaber. Ah, es ist schön. Es gefällt mir. Sammelstücke. Es gibt neue Relikte. Zumindest ein neues Relikt. Nein, 2. Die Heuschrecke habe ich mal gefunden in letzter Zeit. Diese komische Plastik. Und jetzt gerade das Schild. Da. Und wenn ich mich nicht völlig irre, dann fehlt mir noch genau ein Relikt. Das da. Das Relikt Nummer... Ach, keine Ahnung, die Nummer steht ja nicht dabei. Ja, es fehlt noch ein Relikt. Ein einziges. Und es gibt neue Gegner oder neue Fahrzeuge.
Demented Chariot. Ach ja, das ist das Ding, was ich geborgen habe aus dem Grab dieses komischen Kriegsherrn. Ja. Gut, alles abgearbeitet. Cham, wo stehst du? Da oben stehst du. Da kann ich laufen. Und ich weiß auch, wo das letzte historische Relikt ist. Das ist in dem einen Suchgebiet in Guesttown, wenn man reinkommt rechts. Da muss ich noch was suchen. Da gab es zwei historische Relikte. Ich hatte bisher erst eins gefunden. Da ist noch ein Suchgebiet. Ja, das ist es ganz einfach. Hier gibt es wahrscheinlich auch nur einmal Schrott. Genau, den habe ich schon gesehen. 15 Schrott. Einsteigen. Und dann geht's dahin. Ich hoffe, diese Käseglocke ist da jetzt auch offen. Den Weg dahin überspringe ich mal im Video. Hier ist die Käseglocke. Ist die mittlerweile offen? Nö. Immer noch nicht. Dann gehe ich mal davon aus, dass mich hier noch irgendwas hinführen wird. Also dann geht es jetzt eigentlich zurück zum Outcrier und den Weg zurück nach Guesttown. Den überspringe ich mal im Video, beziehungsweise vorher geht es noch an diese Informationsbegegnung und den Weg dahin. Den überspringe ich im Video. So, hier bin ich an der Informationsbegegnung. Hallo, du. Don't slay me, I know you. You got the fool's errand. The outcry sent you to the Underdune, huh? You better bring a tough skin car to make it through. Ich bin schon auf dem Rückweg, aber trotzdem vielen Dank für den Tipp. Einsteigen. Und dann geht es jetzt in der Tat zurück zum Outcrier. Und den Rückweg dahin, den überspringe ich im Video. So, mein Lieber. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Guesttown races. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Hauptmission abgeschlossen, der Tanz mit dem Tod. Hab dem Outcrier gegeben, was er wollte, und er lässt mich beim Guesttown-Rennen starten. Allerdings brauche ich immer noch einen Kämpfer. Pink Eye hat eine neue Ödland-Mission für dich. Pink Lady. Interessant. Ja. Karte. Hier gibt es eine Informationsbegegnung, da gibt es eine Schrottbegegnung. Ach, hier. Ach, das ist dieser ehemalige Donutladen neben dieser Todesfahrt da oben, ja. Da muss ich ja sowieso in die Nähe wegen dieser Mission mit dem brennenden Hügel. Deswegen fahre ich jetzt raus aus Guesttown da zur Infobegegnung, da zur Schrottbegegnung und dann dahin. Und dann ist es hoffentlich Nacht. Als ich nach Guesttown reingefahren bin, ist die Sonne gerade untergegangen. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder, wenn ich rausfahre, direkt wieder der Morgen anbricht. Das wäre sehr ungünstig. Aber ich bin guter Dinge. Ich fahre jetzt dahin. Den Weg dahin überspringe ich mal im Video. So, da gab es ein bisschen Schrott auf der Straße und hier gibt es die Informationsbegegnung irgendwo. Wo denn? Ach da, da steht einer. Hallihallo, was hast du mir zu erzählen? Hallo. Hey.
me see you still on Crispy. Better beef up your car good, I say. And don't get too close to him, or you'll burn. Ey, du Pimpf, ich habe hier jedes einzelne Skrotus-Lager auseinandergenommen. Ich habe alle Festungen ausgebaut. Ich war in der Unterdüne und sonst so. Und du, kleiner Pimpf, der hier auf dem Müllhaufen sitzt, traust mir nicht zu, dieses blöde Rennen zu gewinnen. Ist ja eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Ab zurück zum Auto. Einsteigen. Und dann geht's jetzt zu dieser Schrottbegegnung und das überspringe ich auch mal bis dahin. Da vorne ist sie, da hockt einer und hat was zu plündern gefunden. Hi. Hallo. Hey. You the driver who got the blinky blinks back to Outcrier all the way from Buzzardland. What say you help me out too? Looting it for you. My sod brother, he in deep caca with a few war boys. You help him there, and all the hidden loot will be yours to take. What say? We got a deal? Schatzbegegnung. Der Freund des Mannes, den du getroffen hast, hat sich Ärger mit den War Boys in der Nähe eingebrockt. Versuch ihm zu helfen, dann winkt eine Belohnung. Ich dachte, das wäre der Bruder gewesen und nicht der Freund. Na, wie auch immer. Finde den versteckten Vorrat in der Gegend. Wo ist der? Da. Das ist doch da oben bei diesem Lager. Da kann ich doch eigentlich schon fast zu Fuß hinlaufen, wenn ich nicht... Matsch. Wenn ich da nicht wieder snipern müsste. Ja, ich mach das gleich mal. Also zurücksetzen und dann... wieder da hochfahren. Wenn ich die Straße treffe, was schwierig ist. Und ich wette, die Sniper sind wieder da. Ach ja, du hast mir auch gerade noch gefehlt. Und die Karre ist gleich kaputt. Hurra, ich habe keine Donnerschächerladungen mehr. Es war eine komplett blöde Idee, hier hochzufahren jetzt. Aussteigen. Ach, ist ja... Ach komm, nee. Fang gar nicht erst so an. Hey, bunter Vogel. Noch ein bunter Vogel. Noch ein bunter Vogel. Oh, nee, der schubst mich weg. So, einer weniger. Du hast ja auch schon eine Packung abbekommen, oder? Und du hörst wohl auf, mich zu schlagen. Oh, nee, komm. Hör einfach auf damit. Jetzt muss ich mal kurz was trinken, sonst wird es ein bisschen eng möglicherweise. Chum quatscht mich schon wieder voll mit irgendwelchem Müll. Hier. 33. War es das jetzt schon? Das war's schon. Das war der versteckte Vorrat. Hier gäbe es Wasser. Hoffe ich. Ach. Nicht so wirklich viel. Naja, egal. Ich glaube, ich habe das gemacht. Irgendwie ist dieser Bruder jetzt hier geflohen oder so. Ach, hier stehen diese hässlichen Mistkarren. Ich kann gar nicht zurücksetzen. Einsteigen. Ja, also, es geht dahin. Aber da es noch nicht Nacht ist, werde ich jetzt mal zu Pink Eye fahren. Die hat ja auch eine Mission für mich. Ich werde da manuell hinfahren, um ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Und den Weg zu Pink Eye, den überspringe ich mal im Video.
So, hallo, Pink Eye. Du bist oben. Wie komme ich darauf? Ich vergesse es immer wieder. Hier vielleicht. Ja, sieht gut aus. Da bist du ja schon, Pink Eye. Exodus, diese Mission muss ohne den Magnum Opus ausgeführt werden, also stell sicher, dass Max Schrotfinde verbessert ist, bevor du fortfährst. Ja, es ist alles maximal. Once we're safely out, my children will assemble the ship and set sail. What do you say? Not for free. You'll be rewarded. Exodus, transportiere den Dune Vessel Carrier zum Startpunkt in der Großen Weisen. Der Dune Vessel Carrier wird der Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Aha. The truck is set up outside with the dune barge and all. Wenn ich das jetzt mache, ist dann Pink Eye weg. Oh, jetzt kommt ein Sturm. Das ist ja wohl nicht wahr. Okay, also gleich wieder rein. Das glaubt einem auch keiner. Wie wenn man eine Ölladmission aufgibt, wird sie zurückgesetzt. Ich habe nichts zurückgesetzt. Ich habe nichts aufgegeben. Ich fahre doch nicht im Sturm mit diesem Ding da durch die Welt. Geht's noch? Exodus. Ich muss doch jetzt hier nur... Was redet denn der von aufgeben? Ich gebe doch gar nicht auf. Ich bin nur den Sturm umgangen. Dieser Dune Vessel Carrier, der ist ja jetzt angeblich in der Fahrzeugsammlung. Na, ich muss ihn nur finden. Das ist wieder das Schwierigste von allem. In solch einem Gewirr hier finde ich ja nie irgendwas. Der ist auch gar nicht da. Hier in der ersten Reihe ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Hier nicht. Dort nicht. Das Spiel lügt mich an. Das Ding ist gar nicht da. Super. Muss ich jetzt nochmal zu Pink Eye laufen oder was? Ey, dieser blöde Sturm. Muss der denn gerade jetzt loskommen, wenn ich mit dem Auto einfach mal ein Stückchen fahren will? Ich glaube, ich muss sie nochmal anfangen. Ja, ja, ja. So. Wehe, jetzt kommt ein Sturm und ich wundere mich, warum die Sonne so hoch steht. Als ich nach Pink Eyes Festung reingefahren bin, da war gerade Sonnenuntergang. Jetzt ist die Sonne schon wieder so hoch über dem Horizont. Ich befürchte, ich habe die Nacht gerade wieder übersprungen. Was ätzend ist, weil ich für die eine Mission eine Nacht brauche. Ach Mann, ey. Jetzt fahre ich vor lauter Wut diese hässliche Karre irgendwo hin. Da soll ich sie hinfahren. Wetten, ich werde zwischendurch x-mal überfallen? Ja, vermutlich. Naja, ich mach's mal. Oh, die Karre, die hat ja gar keine PS. Die kommt ja gar nicht in Wallung. Und lässt sich kaum steuern. Oh, ja, genau. Und die ist schon fast kaputt. Ich bin kaum aus Pink Eyes Festung raus. Schon ist diese hässliche Karre fast kaputt. Und ja, ich habe den Eindruck, die Sonne geht gerade auf. Hurra. Denken wir mal logisch. Ich fahre momentan auf die Sonne zu. Und ich fahre momentan nach Südosten. Ja, die Sonne ist aufgegangen. Die Nacht ist übersprungen worden. Ach, das kann nicht wahr sein. Ach, Mensch.
Super, ganz toll. Oh, und die Karre ist nicht zu lenken. Ich glaube, ich steige aus und schieb sie. Und gleich kommen garantiert irgendwelche komischen Typen und überfallen mich. Kann ja gar nicht anders sein. Bisher geht alles gut. Erstaunlich ruhig. Aber der Kiefer kommt ja erst noch. Na? Stenkam, Skrotus, irgendwer, Rotkills. The boss. Company. Ja, Company. War ja klar. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hinfahren? Da. Ach, Herr Jemine. Fahre den Dune Vessel zum Startpunkt. Oh, ist das weit. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ja, super, daneben. Bleib stehen. Danke. Du bleibst bitte auch stehen. Nochmal danke. Warum kann Chan nicht mit dem Magnum Opus hinterherfahren und die alle dann wegmachen? Und dieses Monster-Ding hier hat nur noch die halbe Gesundheit. Und ich kann es nicht reparieren. Oh, nee. Roadkills, natürlich. Wer auch sonst. Die Mission ist schwieriger, als ich dachte. Das ist noch ein weiter Weg und mir kommen noch garantiert eine Handvoll Roadkills entgegen. Und ob ich die immer vorher mit der Schrotflinte außer Gefecht setzen kann, bevor die hier das Auto rammen, das ist eine große Frage. Und mich ärgert, dass jetzt die Sonne wieder aufgeht. Das ärgert mich wirklich. Warum überspringt das Spiel immer die Nacht? Ich weiß es nicht. So. Naja, ein Stückchen bin ich schon gekommen, wenn auch nicht weit. Also, na doch, so ein Drittel oder 40% hätte ich schon. Und es geht mehr oder weniger geradeaus, ohne größere Kurven, hoffe ich. Wie gut, dass ich hier schon alles befriedet habe, hier in Gatkeshs Territorium. Das hier ist ja die Kolonnenroute, auf der ich gerade bin. Wenn die Kolonne noch aktiv wäre, auweia, dann wäre das mit dem Schiff hier ein Ding der Unmöglichkeit. Da vorne steht einer, leider. Und der steigt natürlich ein. War ja klar, dass der einsteigt. Und der folgt mir natürlich. War ja klar, dass der mir folgt. Und er rammt mich natürlich. Bleib stehen. Danke. Ich habe noch 6 Schuss, glaube ich. Das ist wenig. Dann hier abbiegen. Aber ich könnte das schaffen. Es sieht gut aus. Ich frage mich nur, ob dann Pink Eye weg ist. Also ob ich Pink Eyes Festung dann gar nicht mehr als Stützpunkt habe, wenn die jetzt alle aufsprechen. Das wäre ein bisschen verwunderlich.
Und ich könnte mir gut vorstellen, dass kurz vorm Ende hier nochmal irgend so ein Überfall kommt. Da unten steht einer. Ja, super. Bleib stehen. Immer schön aufs Rad schießen. Das ging gut. Und dann ist es gar nicht mehr weit. Da unten geht's los. Und da ist auch keiner mehr bis dahin. Hurra! Ich würde mal sagen, ich hab's geschafft. Was ist denn das für ein kleines Ding? Da passen doch nur drei Leute drauf. Aber es funktioniert. Das muss man ja lassen. Und ist wahrscheinlich auch gar nicht mal die schlechteste Idee, sich da durch diese Wüste, diese windige Wüste zu bewegen. Fahre den Dune Vessel Carrier zum Startpunkt. Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber diese Reise ist zum Scheitern verurteilt. Nur wenige überleben das große nicht. Zumindest habe ich meinen Teil beigetragen. Exodus abgeschlossen. Madness. Ja, jetzt stehe ich hier. Hier ist jetzt wieder Schrott. Wieso ist hier Schrott? Na egal. Sammeln. 4 Schrott. 7 Schrott. Und 6 Schrott. Wird es jetzt wieder Abend? Das wäre ja toll, wenn es jetzt Abend würde. Und hier 28 Schrott. 7 Schrott. Das ist ja kein Suchgebiet hier. Nee. Also ein bisschen Nahrung und Wasser wäre schön gewesen, wenn es das ja gegeben hätte, aber... Ich will mich nicht beschweren, wenn es jetzt Abend wird. Dann kann ich nämlich die nächste Mission starten. Komme ich hier rein? Nee, komme ich nicht. Chum, siehst du mich? Ja. Wah, Chum, fahr mich nicht um. Ach, auf dich ist auch Verlass, mein Kleiner. So. Pink Eyes Festung. Ich kann noch hinfahren, erstaunlicherweise. Mache ich aber nicht. Ich fahre jetzt, in der Hoffnung, dass es Abend wird, dahin, zu diesem Punkt. Und ich fahre da jetzt absichtlich mal manuell hin, ohne Schnellreisen zwischendurch, damit möglichst viel Zeit vergeht. Und ich melde mich wieder, wenn ich da oben bin. So, da bin ich. Die Sonne geht gerade unter, aber ob das schon reicht... Dieses Ziel ist nur nachts verfügbar. Ja, toll. Ey. Du spinnst wohl. Da fliegt mir noch hier der Reifen in die Kamera. Was ist denn los? Ist doch keiner mehr da. Ja, wie gut, dass ich hier oben was zu tun habe. Um noch ein bisschen Zeit zu vertrödeln. Dann mache ich mal hier oben mit der Hauptmission weiter. Bid you welcome to the Circle of Light. To the Circle of... Wait. I see you're not here to race. I can see it in your eyes. I'm looking for a fighter to join the Gastown race. They say you know them all. A shiny crow such as I is easily flattered. I may help you after all. Give me a name. Only but one left. Tenderlord. She used to ramble large. Now she sucks the mask day and night. But Crow thinks
A shot at the bigs could make a bad girl right. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. Schuld der Nebelbirne. Ach, das ist diese komische Tussi, die ich da hinten schon mal gesehen hatte, als ich das Suchgebiet hier geplündert hatte. Die da so völlig verratzt auf der Matratze liegt und irgendwelches Zeug schnüffelt. Ah, sprich mit Tenderloin. Ja, das ist ja genau die richtige, die ich brauche. Warum kann ich nicht Cham nehmen?